Hallo meine Freunde des langen Armen des Gesetzes. Willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel Super Heroes mit mir, dem Drachenburschen, und neben mir ist der Jokets, hallo. Und wir grüßen heute ganz herzlich die Kaya. Und den Patrick, hallo Patrick und hallo Kaya. Vielleicht ist es auch in der Kaya, das weiß ich leider nicht. Tut mir leid, na gut. So wie Kaya, ja, na? Ja, so in der Art. Also ist es doch ein der. Vielleicht ist es sogar Kaya. Ja, schreibt uns bitte. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn du Kaya. Ja, ja. Kaya Jena. Kaya oder Kaya Jena. Na gut. Naja, wir machen jedenfalls weiter. Halte X gedrückt, um Schildschalter zu ziehen und dein Schild zu werfen. Ja. Er steht ja, ungefähr. Aber, schau her. Weil ist ja wohl anders noch ein Schildschalter. Sag mir wo. Hier ist was für dich. Schau mal, versuchen wir mal näher dran zu gehen an das Ding oben. Vielleicht. Nein, das siehst du dieses silberne Ding, was da davor blitzt. Ach komm, jetzt nicht ernsthaft, oder? Ach, nicht ernsthaft? Hast du es gemacht? Ja. Ging jetzt doch nicht, ging es jetzt plötzlich doch. Auf einmal ging es, aber frag nicht. Mysteriös, mysteriös. Naja, Hauptsache wir haben es geschafft. Wir stellen uns schon wieder dumm an. Ich merke schon wieder, Rätsel in Spielen, da sind wir immer gnadenlos überfordert. Du vielleicht, ne? Ich vielleicht, ja. Weiß ich schon. Hier ist jetzt wieder deine Sache für dich. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich muss sagen, es gefällt mir echt deutlich besser hier auf dem PC als auf der Wii U. Von der Grafik her, es sieht schon besser aus. Aber PC sieht ja sowieso bei allen Spielen eigentlich immer am besten aus. Am besten aus, boah. Also als Pumpe sieht er auch schick aus, muss ich sagen. Der kann dir auch mal Geld auf Pumpe leihen. Ja. Da drüben, Captain. Wie lautet der Plan? Wir haben keinen Plan. Wir greifen ihn an, das ist unser Plan. Ja, du machst das schon. Naja. Ich helfe dir ja sogar. Siehst du, so nett bin ich. Ist es der aus Spider-Man, der? Ja. Echt? Habe ich irgendwie anders in der Runde? Das sieht irgendwie älter aus. Also ja, das ist ja hier auch ein Comic-Held. Hä? Das ist ja hier auch ein Comic-Held. Also, wie bei Schurke. Ach. Und nicht wie im Film. Ach so, ach so. Hier kann ich nichts kaputt schießen, oder? Nö. Da brauchen wir einen silbernen Charakter. Du musst mal wieder das Schild anlegen und den anderen Feuer unter dem Hintern machen. Doch, wir werden dir auch ins Hotel folgen. Da kennst du uns aber schlecht, Dr. Octopus. Hast du mir davon irgendwas aufgemacht? Nö, dass mir noch ein paar Münzen runtergeschmissen ist zwar auch nett, aber... Ich komme auch so schon da hoch. Ah, perfekt. Dann helfe ich dir mal, dass du hier nicht alles alleine machen musst. Da drüben ist auf jeden Fall etwas, was du machen kannst. Hier ist das auch ganz praktisch, der Schild, oder? Ja, klar. Würde ich auch sagen. Begeisterung klingt dann... Hoffentlich fällt uns das Schild nicht auf den Kopf. Ja, deswegen, da habe ich ja gerade so Angst davor. Nein! Und es ist mir auf den Kopf gefallen. Aber ich bin ja elastisch, mir tut das nichts. Ich bin ja geschmeidig. Geschmeidig wie ein Gummimensch. Also wenn die anderen Charaktere auch so cool sind, dann könnte das mein liebstes Lego-Spiel werden. Und da muss es sich auch noch ein bisschen anstrengen. Aber ich finde das bisher so echt cool. Also meinst du es immer bisher noch Pirates of the Caribbean? Hm? Meinst du es bis jetzt immer noch Flug der Karibik? Flug der Karibik, ja, meinst du es eigentlich Lego Star Wars die komplette Saga, mein Lego-Spiel? Weil ich das eigentlich ziemlich cool finde. Weil ich es auch als erstes gespielt habe. Also eines meiner ersten Lego-Spiele überhaupt gewesen. Mal abgesehen von Lego Racers und so. Was ist eigentlich euer Lieblings-Lego-Spiel? Können wir bei der Gelegenheit auch mal fragen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es Lego-Spiel ihr am liebsten mögt und warum. Kann ich auch rein? Ja, kann ich. B. Ah, ich muss hier meinen Arm ausfahren. Ich baue hier den Reihe einfach weiter. Ja, ja. Es gibt aber echt ziemlich viele Münzen hier in dem Level. Und uns fehlen auch noch einige, also das Level scheint noch ein bisschen zu gehen. So. Und was bist du, Nettes? Ich will dich nicht kennenlernen, tut mir leid. Nicht, warum nicht? Ich weiß nicht, es hat irgendwie so ein... Es wirft zwar ein Auge auf mich, aber... Nee. Oh, da oben ist Marvel-Werbung. Rechts oben. Nein, ich will wieder nach oben.
Sollte nicht hoch und runter. Ja, danke, da war ich schon. Was ist das für ein blöder Aufzug? Ich kann ja schlecht über den Aufzug meckern, weil ich ja einer von den Fantastic Four bin und den Aufzug wahrscheinlich selbst mitgestaltet habe, aber blöd ist er trotzdem. Ah, da hier hast du schon alles gemacht, oder? Warst du hier schon? Ich bin auf jeden Fall schon oben gewesen, aber hab natürlich noch nicht alles. Ja, wir müssen auf der Seite da drüben gleich weiter, aber ich will noch mal ganz kurz nach da ganz oben, weil es auch noch Lila Münzen gibt, aber dann braucht man wahrscheinlich einen Charakter, der fliegen kann, nehme ich mal stark an. Ja, da braucht man sowas wie Iron Man braucht man da. Oder Superman, aber Superman wird es in den Marvel-Spielen wohl eher nicht geben, denn Superman ist ja von DC. Ich will Superman. Genauso wie Batman. Nein, Superman war cooler als Batman, ganz ehrlich. Echt? Also ich fand den super... Wen fandst du cooler? Superman, weil der einfach viel mehr konnte. Batman war einfach nur schlecht. Achso, in dem Spiel, ja. In dem Spiel war... Ja, das stimmt. So, jetzt darfst du auch mitkommen. Von den Filmen fandest du ja die Batman-Filme besser. Die Man of Steel ist eine einzige Zumutung. Daily Bugle. Arbeitet da nicht der... Der Daily Bugle. Bugle, Bugle. Arbeitet da nicht der Dings, der... Spider-Man? Ja, also Peter Parker. Peter Parker, meine ich ja. Arbeitet der da nicht oder ist es ein anderer? Ja, doch, der arbeitet da. Achso. Im Flat Iron Building, oder wie das heißt, in New York. Also dieses Ding, was aussieht wie ein Bügeleisen, das Haus. Tja, das ist ja nicht zu fassen, dass wir ihn von hier aus nicht fassen können. Ah ja, es ist auch wieder schön, Lego-Spiele zu spielen. Ich mag die Lego-Spiele immer noch. So, was kann ich hier machen? Ich kann hier B drücken. Guck mal, warst du hier oben schon? Guck mal, ich kann zu hoch. Wo? Da? Achso, ja, ich hätte das Ding auch, ich sollte das Ding wahrscheinlich von oben ziehen, aber ich hätte es auch von unten ziehen können schon. Hätte schon von unten einen ziehen lassen können, aber das ist ja... Könnt ihr euch mal verziehen da drüben? Nee. Kann den Hubschrauber leider nicht runterschießen. Manchmal auch gar nicht so gut, wenn man bei den Guten ist. Siehst du die B-Taste auf meinem Controller? Nein, du siehst nur eine 3-Taste auf meinem Controller, denn ich spiele ja immer noch mit dem alten Logitech-Gamepad. Ich sehe eine B-Taste. B. Guck mal, jetzt kannst du hier wieder Spaß haben. Ja, drücke B. Was macht ihr? Was zum? Ah, das ist super, das Spiel. Mach deine Arbeit! Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Netdings-Interface. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Die Anspielung war gut. Ja, die war gut, ja. Ja, Peter Parker hat immer Netz, egal wo er telefoniert. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Ich hab dir eine Scheißversuche, das muss man einfach nur sagen. Parker! Parker! Ich brauche Filmmaterial davon für die Website! Kann doch nicht so schwer sein! Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns! Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Tja, ich habe kein Smartphone, ich bin uncool. Spider-Man! Da-da-da. Hey Leute! Hi. Checkpoint! Ihr werdet mich nie fangen! Ihr Nein! Zeit. Bestimmt! Wie können wir dich auch kriegen? Du bist ja so gelenkig und schnell und schlau. Oder umsonst sogar auf Spider-Man-Comics. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja, ja. Bleib ruhig da drüben. Wir speichern nochmal an der Stelle. Einfach, weil wir es können. Ich muss da rüber. Ah, okay. Jetzt sind wir immerhin zu dritt. Spider-Man ist auch wieder mit dabei. Was ich ein bisschen blöd finde in dem Spiel ist, dass die Stimmen extrem leise sind im Vergleich zum Ingame-Sound. Und das kann man leider auch nicht ändern. Also man kann nur die Gesamtlautstärke leiser stellen, aber nicht die einzelnen Lautstärken. Das ist ein bisschen doof. Warte mal, da fällt mir was ein. Wir können ja einfach die Dings einstellen. Die Untertitel. Ha! Hätte ja schon früher drauf kommen können. Also damals wolltest du schon, dass das eigentlich nicht haben, das Spiel. Ja, ich weiß, weil... Ach, keine Ahnung. Ja genau, weil die Thumbnails dann immer so schwer zu erstellen sind, wenn da immer Schrift drin ist. Deswegen wollte ich die damals nicht, aber naja. Naja, geht ja darum, dass wir alles vom Spiel mitbekommen. Da ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn die Untertitel an sind. Hier haben wir Tor. Tor, oh ja, stimmt. Pass auf, dass du dir damit kein Eigentor schießt.
Du Tor. Guck mal, ich hänge am Netz. Ja. Spider-Man hat mal wieder Netz. Spider-Man ist sowieso. Du musst mir irgendwie helfen, hier hochzukommen. Hier ist Spider-Man. Optik gefragt. Spider-Man. Ja, Spinnensinn. Ja, Spinnensinn heißt. Was ist das? Du sollst einen Spinnensinn verwenden. Setz ihn ein für das Gute. Ach, jetzt kann ich hochklettern? Nee, kann ich nicht. Kann ich. Ah. Du hast die etwas starke Klimaanlage angeschaltet. Da muss er. Im Haus selber muss er sich ja da alles raussaugen gerade. Ja, ja. Beim Spider-Man kribbelt schon wieder. Hat schon wieder eine Spinne in der Hose. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Immerhin, wir haben gleich alle Münzen, damit unser gelber Balken oben vollgefüllt wird. Na komm. Viel fehlt uns nicht mehr. Viel fehlt uns nicht mehr. Komme ich jetzt eigentlich noch weiter nach oben oder komme ich da nicht weiter? Ach doch. Kann ich da rüber gleiten? Nö, funktioniert nicht. Ah, da kann ich ja was zusammenbauen. Was machst du da? Kommst du da rüber? In diesem Bonusbereich oder kommen wir da erst später rüber? Oh. Das hat gesessen. Bist du gestorben? Ja, so könnte man es auch nehmen. Alter, was die hier oben alles anpflanzen in New York. Gibt es ja in New York auch wirklich, dass sie oben auf den Dächern teilweise Gemüse und sowas anpflanzen? Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das sollten wir auch mal machen bei unserem Dach. Aber unser Dach ist schräg, da geht das natürlich schlecht. Kann ich hier irgendwas noch machen? Ein paar Pflanzen kaputt machen? Nicht mal das ist mir vergönnt. Gab's da oben eigentlich noch irgend so ein Beet, wo du was rausholen konntest? Nein, glaub nicht, oder? Nein. Ah, verdammt. Wir sterben schon wieder zu viel, habe ich so das Gefühl. Hier kann man so irgendwas machen. Hier ist im Wasser irgendwas, aber tauchen kann, glaube ich, keiner von uns. Aber hier ist eine Fantastic Four Station. Mal schauen, was ich da nützliches machen kann. Ich werde zur Rakete, okay? Finde ich gut. Nein! Du kannst es nur wagen. Aber noch steht das Ding. Ach nee, du musst es jetzt ganz komplett einreißen und die auf den Kopf werfen selber. Das hat gesessen, würde ich sagen. Und weiter geht der Spaß. Die Reise nach oben. Es geht nur noch aufwärts. Ach komm, nerv mich, Doc. Habe ich nicht vor. Hat aber er vor, glaube ich. Okay, das war's mit dem Helikopter. Immerhin haben wir jetzt wieder einen Weg, um den bösen Dr. Octopus zu besiegen. Ja, links ist wieder Werbung. Richtig coole Werbung. Gibt keinen Sushi für Dr. Octopus. Checkpoint. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ist er das? Da ist der Deadpool auf dem Helikopter. Ah, Deadpool ist super. Hier ist Deadpool, ich schätze mal Mr. Fantastic. Ja, mega, lass uns ein bisschen angreifen. Er scheint übermäßig wütend zu sein. Was rätst du? Schau mich nicht so an. Du bist der Doc-Ock-Experte. Es ist super, die Dialoge zwischen den Superhelden immer. Ist eigentlich noch der Helikopter mit Deadpool unterwegs oben? Dein Arm hat sich im Boden verfangen. Greifen wir an, solange wir können. Was? Wo Arm im Boden verfangen? Ah, jetzt können wir ihn angreifen. Okay. Kann ich mich jetzt zur Rakete... Ah, ich speichere nochmal. Ich speichere einfach nochmal, weil ich es kann. Oh nein, sein Arm ist wieder frei. Oh nein. Nicht gut. Au. Der Kerl ist ja aggressiv, sollen wir uns jetzt noch versuchen, ein paar Münzen zu bekommen? Mache ich gerade. Ich arbeite auch hart dran. Die Autos bringen auch immer ein paar Münzchen. Naja, so richtig viele auch nicht, aber zumindest ein paar. Vielleicht ist auch noch Zeug, was man zerstören kann, wofür man Münzen bekommt, hoffentlich. Weggekickt, so. Hui. Na, das Zeug auch noch kaputt machen. Aber gleich müssten wir eigentlich. Gleich müssten wir zum Helden werden. Die Helden von Ferelden. Ja, also. Voll. Und ich springe in der nächsten Sekunde gleich runter. Da wären die Münzen weg gewesen. Aber jetzt sind wir ja schon. Jetzt kann uns keiner mehr unseren Heldenstatus nehmen.
Kann man diesen LKW hier auch kaputt machen? Das ist so an GTA, einfach mal alles zerstören, was nicht, ja, ja, nicht unnagelfest ist. Lego-Spiele und GTA sind sich manchmal ähnlicher, als man denkt. Oh, er ist gerade... Aber wenn dann ein Lego-Spiel versucht, wie GTA zu sein, ist es unähnlicher, als man es meinen könnte. Ah, okay, ich... Was mache ich da mit ihm? Ah, ich habe ihm seinen Arm kaputt gemacht. Einen seiner Arme habe ich ihm kaputt gemacht. Jetzt ist er Arm dran. Nee, Arm weg ist er. Ach, egal. Überall die Goldstatuen von uns an der Seite sind aber auch ziemlich cool. Also von mir willst du sagen? Nee, da war der goldene Hulk, war da. Ich habe keinen goldenen Jokers gesehen. Goldenen Drachen habe ich allerdings auch nicht gesehen. Golden Dragon oder sowas. Das klingt dann aber auch eher nach einem China-Restaurant. Ah, Hilfe. Nein, nicht. Das nicht. Die Kamera, ja, spinnt schon wieder komplett gerade ein bisschen. Aber das sind wir ja nicht anders gewohnt von dem Spiel. So, und weg mit euch. Nein, nicht schon wieder. Mein Arm. Hast du ihn getroffen? Hast du anscheinend. Ich mache hier gerade ein Pizza-Restaurant. Ich muss auf die andere Seite drüber, da wo es grün ist. Da. Ich mache hier gerade ein italienisches Restaurant kaputt. Oh, hier ist ein Platz, hier ist was für Hulk. Aber Hulk haben wir leider nicht. Was machst du mit dem armen Dr. Octopus? Ich habe ihn armlos gemacht. Oh, okay. Jetzt ist er ganz harmlos. Harmlos, was auch immer. Oben ist auch überall Werbung für Tor. Als ob Tor so cool wäre. Hä? Als ob Tor so cool wäre. Ja, Tor ist schon cool. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in dem Spiel spielen. Hast du den neuen Torfilm schon gesehen? Den neuen? Dark Kindle? Nein, leider nicht. Wie soll man diese Münzen kriegen? Ich will diese Münzen. Indem du fliegen kannst, schau. Ja? Ja, gut, das nehme ich zurück. So, jetzt warte mal, jetzt. Ich muss, kurz warten, bis er sich mal wieder... Da, jetzt. Warum habe ich das nicht kommen sehen? Noch ein Arm. Hallo, ich mach's mal mit dem hier, damit ihr auch mal seht, was er für eine Attacke macht. Schwing ins nächste Abenteuer. Ah, ja. Meine geliebten mechanischen Arme! Das werdet ihr mir büßen! Schnappt sie! Gib auf! Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Ort. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn! Ich mach den hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Kommt noch grüne Kobold uns leider zuvor. Gerangel am Times Square. Level abgeschlossen. Freie Spiele freigeschaltet. Und wen kriegen wir? Dr. Octopus. Ist nicht schlecht, oder? Außerdem kriegen wir Herbie. Oh Gott, nein. Das war dieses kleine rumgefliege Viech. Wie, und das war's. Nur Herbie und Octopus. Naja. Also, da hätte man auch mehr kriegen können, oder? Was ist eigentlich mit Captain America? Den haben wir schon, oder? Muss ja wohl so sein. Den haben wir schon. Doch, Captain America haben wir schon. Ziemlich sicher. So, Level haben wir abgeschlossen, Geschichte setzen wir einfach mal fort. Da kennen wir nix. Das erinnert ans Intro hier gerade. Das gibt schöne Fotos. Wir haben Dr. Octopus geschnappt, aber den grünen Kobold verloren. Black Widow. Hawkeye. Er geht zum Oscorp-Building. Was sollte der grüne Kobold in einem gänzlich legalen und komplett harmlosen Bürogebäude wie Oscorp wollen? Finden wir es raus. Das wird nicht nötig sein, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Direktor Fury braucht Sie und Cap im Labor. Wir müssen mehr über diese besonderen Steine und ihre Verwendung herausfinden. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dringend. Denn... Große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Also ich kenne den Spruch nur mit was anderem als Judd Macht, aber das sage ich jetzt nicht. Der grüne Kobold wurde beim Betreten des Oscorp-Buildings gesehen. Begebt euch dorthin, findet ihn und bringt den kosmischen Stein zurück. Ah, okay, das scheint hier auch wieder so ein bisschen Open World zu sein. Das Level kenne ich aus dem Video. Bei dem Chaos, das die hinterlassen haben. Okay, also wir sind jetzt hier im freien Spiel, sozusagen. Und dürfen hier durch New York laufen. Doch, das heißt in dem Spiel auch New York, doch, ja. Mir fehlt es hier so ein bisschen, dass man diese Stats einsammeln kann, so wie bei
Harry Potter, aber es geht bestimmt später auch noch. Und wir erkunden hier gerade ein bisschen New York. Ich würde sagen, wir erkunden auch noch ein bisschen mehr New York, allerdings machen wir das im nächsten Part. Bis dann, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge Deadpool mit euch sein. Ha. Wo ist Deadpool? Na da, schau rechts, bei mir auf dem Bildschirm. Schick, oder? Ich hoffe so, dass wir Deadpool mal spielen. Guck mal hier, dass er doch so ein... Boah, ja. Hawkeye sieht ja richtig badass aus. Ja, sieht fast so badass aus wie Batman. Nee, also da oben sind sogar die Anzüge von Iron Man. Und da oben ist Spider-Man. Wo sind die Anzüge von Iron Man? Da war gerade... Da oben, siehst du? Aber es sind... Ach, da oben, stimmt. Spider-Man. Der steht sogar in der Überschrift drin. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei sein werdet. Ja. Und bis dahin. Servus.